Einen schönen guten Morgen um 8.30 Uhr. Unser heutiger Gast kommt aus Großbritannien, hat schon in vielen Bands gespielt und ist jetzt aber solo unterwegs, aber seinem Stil, den ist er treu geblieben. Progressive Rock. Mehr davon von Mitri. Ja, so sieht die aktuelle Platte aus, heißt To The Bone von Steven Wilson mit dem Progressive Rock. Das ist so eine Definitionssache. Ist schon so ein bisschen poppiger geworden, dieses Album. Später sprechen wir darüber. Hören jetzt aber so ein bisschen was daraus. Permanating Steven Wilson. Yesterday is a place where all your friends are always permanating, celebrating loud, levitating high above the clouds. Yesterday is a place where all your dreams are always. Mehr Musik dann etwas später. Jetzt erstmal solo im Studio Carsten Rüger mit Heute Express. Schönen guten Morgen. Seine ersten beiden Alben landeten in den Top 3 der deutschen Charts. Wir freuen uns auf sein neues. Er wird von vielen als König des Progressive Rock betitelt. Ob er das selber gut findet, fragen wir ihn gleich erstmal. Schönen guten Morgen, Steven Wilson. Nice to have you. Hello. Very nice to you. King of Progressive Rock, quite a novel title, but you don't like it, right? It's not that I don't like it, it's just that I don't like the idea of being put in a category. Oh yeah, like Everyone, you know. Yeah. So I think of myself as someone that just makes music, you know, yeah. Not this kind of music or that kind of music. Also Steven sieht sich eher einfach als Musiker, findet einfach nur diese Schubladennummer so komisch, mag er nicht in eine Kategorie gesteckt zu werden. You changed your sound a little bit. It's more poppy, if this, I may say. Yeah, no, you're right. This album has much more of what I call a songwriting pop sensibility. Yeah. I like to change. I like to upset my fans sometimes. Also ich habe ihn gefragt, dass sein Sound hat sich so ein bisschen verändert, hat er so ein bisschen härter geklungen vorher, jetzt ein bisschen mehr Pop, und er sagt, ja, das stimmt, und will so ein bisschen seine Fankurve, seinen Fankreis erweitern. Und er ist zusammen hier mit einer tollen Sängerin, Ninette Tayeb ist hier bei uns, ein tolles Schuhwerk, aber auch eine tolle Stimme, hören wir gleich, ganz im Gegensatz zu Steven Wilson, der heute barfuß gekommen ist. Sie können sich, make yourself ready, guys. Ja. Wir hören jetzt gleich aus dem neuen Album Pariah und sagen an dieser Stelle noch einiges, das müssen wir kurz einflechten, weil es neu reingekommen ist zum Terroranschlag in Barcelona. Genau, wir blicken noch mal auf das große Thema an diesem Tag. Es ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Das hat das spanische Innenministerium gerade vermeldet. Aber es ist nicht klar, ob es sich dabei um den Fahrer handeln könnte, der in Barcelona den Lastwagen in die Menschenmenge gelenkt hat. Also dritte Festnahme in Spanien. Und weiter halten wir sie natürlich auch immer im Internet auf dem Laufenden, auf heute.de und im Laufe des Programms. Und nächste Woche AD MOMA. Genau, jetzt schönes Wochenende mit Steven Wilson und Ninette Tayeb. Pariah von seinem neuen Album. Machen Sie es gut, schönes Wochenende. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. To you, it's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. I'm tired of Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone.
includes myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been happening.